Hallo Kids, es ist wieder Mittwoch und ich habe wieder eine kleine Übung vorbereitet. Aber bevor wir anfangen, alles Gute an Nils zum Geburtstag. Ja? Feier schön, auch wenn wir leider zu Hause bleiben müssen. Wir feiern alle mit dir, okay? Okay, diesmal geht's los. Mal gucken, ich stelle es mal hier hin. Und diesmal habe ich auch einen Ball. Und wir wollen heute mal probieren, mit dem Jonglieren anzufangen. Ja? Also einfach das Bein, das rechte hoch. Das machen wir hier von der Seite. Und wir lassen einfach den Ball immer rauffallen. Ja, wenn das dann einigermaßen klappt, können wir mit dem Knie auch immer entgegengehen. Ja, und da wir ja zwei Füße haben, machen wir das auch natürlich immer mit beiden Füßen. Ja, und dann wieder, wenn es klappt, mit dem Fuß entgegengehen. Ja, danach, wenn es klappt, können wir auch immer Wechsel machen. Rechts und links, rechts, links, rechts, links. Fuß so lange können, ein paar Mal hin und her oder vielleicht auch mal schon zweimal probieren. Oder vielleicht rechts und links oder links und rechts, links und rechts, rechts und links. Ja. Okay, wenn wir das haben, können wir das Ganze mal probieren mit unserem Fuß zu machen. Ja. Dazu fangen wir an. Den Ball erstmal auf den Boden fallen lassen. So. Und im Hochkommen probieren den Ball von unten zu treffen. Ja? Also auftippen lassen und dagegen. Auftippen lassen und dagegen. Auftippen lassen, dagegen. Und wir haben ja auch wieder zwei Füße, also auch den linken auftippen lassen mit dem Fuß hoch. Auftippen, hoch, auftippen, hoch, auftippen, hoch. Ja? Wenn das ein paar Mal gut klappt, können wir auch ruhig probieren mal 1, 2. 1, 2. Wichtig wieder erst auftippen lassen und dann dagegen. 1, 2, Peter. Auch bei mir klappt nicht alles. Also, wir üben einfach weiter. 1, 2. 1, 2. Oder auch hier können wir wieder probieren zu wechseln. Den ersten mit rechts, dann mit links. Oder zuerst mit links und dann mit rechts. Wenn wir das schon haben, können wir jetzt das Schwierigste für uns, glaube ich, den Ball direkt mal runterfallen lassen und probieren mit unserem Spann hochzuspielen. Ja? Erstmal wieder einfach, direkt wieder in die Hand spielen. Nicht zu doll, weil dann ist der Ball gleich weg. Auch nicht zu schwach, weil sonst bleibt er unten liegen. Ja? Probiert es aus, bis ihr ungefähr die richtige Stärke habt. So, dass ihr ihn auch wieder fangen könnt. Und auch hier wieder haben wir zwei Füße. Der linke kommt genauso dran. Seht ihr? Du musst den linken doch auch selber ein bisschen üben. So, links wieder. Zack. Zack. Und auch hier, wenn wir ein paar Mal geübt haben, können wir auch wieder hier doppelt probieren. Zack. Ja, oder mit links. Oder auch im Wechsel. Links, rechts. Beziehungsweise war jetzt rechts, links. Jetzt links, rechts. Und seid nicht traurig, wenn es mal nicht klappt. Bei mir hat es jetzt eben auch nicht geklappt. Wir probieren jetzt einfach immer weiter. Ja? Und wenn ihr dann richtig Lust habt, dann könnt ihr ruhig einfach mal weiter auch wechseln. Ja? Die Knie und die Füße immer im Wechsel. Ja, irgendwann hat man dann auch keine Lust mehr. Das ist vielleicht noch eine zweite Übung. Oh, ob der Ball hier liegen bleibt. Genau, wir lassen den Ball einfach hin. Ja? Und hüpfen über den Ball. Und zurück. Ja? Probiert nicht die Füße auseinander zu machen. Oh, jetzt ist der Wind, jetzt wollte der Ball direkt. Probiert nicht die Füße auseinander zu machen im Springen, sondern wirklich zusammenlassen. Ja? Vor, zurück. Das gleiche können wir auch machen. Rechts, links. Rechts, links. Ja, und wenn wir dann schon richtig gut sind, können wir aber schneller machen. Zack, 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 zack. Und vorne können wir auch schneller werden. In diesem Sinne, macht schön weiter, bleibt immer schön gesund und munter, euer Tommy. Ciao, ciao.